Ja, hallo, hier ist wieder Krillo. Ich heiße euch willkommen zurück zu Surviving Mars. Ja, ich möchte mal direkt loslegen. Ich lasse das Spiel mal langsam laufen mit ein paar Sachen, die ich hätte besser machen können. Und zwar in der ersten Kuppel hätte ich die Anzahl der Leute in einigen Gebäuden einfach begrenzen sollen, dass ich mehr Leute habe für die Sachen, die mir wichtig sind, nämlich wie zum Beispiel der Edelmetallextraktor, so wie hier in der Sicherheitsstation. Da reicht es eigentlich, wenn wir da einen Angestellten pro Schicht haben und wir dann nicht mehr zulassen. Das können wir später ja nochmal ändern. Was war denn noch? Ach so, wenn ich einen Diner habe, reicht es eigentlich auch aus, dass ich kein Freiluft-Fitness-Areal gebraucht hätte. Ich lasse das für den Moment nochmal da, können wir aber vielleicht später dann noch abreißen. Ich wollte noch eben schauen, hier haben wir Mediziner, ja gut, für die haben wir sonst keinen speziellen Einsatzbereich, lassen wir die mal da. Lebensmittelgeschäft ist eh nur einer pro Schicht. In der Farm können wir die Leute gut gebrauchen. So, jetzt haben wir hier vier Arbeitslose. Dann können wir nämlich hier noch eine zweite Schicht einstellen. Mit den Leuten, die wir hier haben. Ja, das zum einen dazu. Dann, was war denn noch mehr? Ach so, ja, die Kuppel wollte ich im Betrieb nehmen. Außerdem würde ich die Rakete auch starten lassen wollen. Das stand auf jeden Fall auf meinem Plan. Okay, so, und dann würde ich gerne so schnell wie möglich auch diese Kuppel in Betrieb nehmen. Dafür brauchen wir ein bisschen mehr Strom, den wir auch bauen. Allerdings bauen wir jetzt doch noch entgegen der Sachen, die ich sonst gesagt habe, ein paar Solarkollektoren auf. Ganz einfach, weil die nicht so ineffizient sind, wie man immer denken würde. Oder ich immer gedacht habe, sagen wir es mal so. Dazu bauen wir ein Atomakkumulator für die Stromspeicherung. Eine Batterie würde reichen, die braucht allerdings, die kostet zwar weniger Polymer, aber kostet auch ein Polymer pro Wartung und der Atomakkumulator ist einfach viel, viel effizienter. Darum bauen wir den. Ja, auch die Sachen, wie ich das hier gebaut habe, hätte ich auch ja, effizienter machen können, aber dazu an anderer Stelle mal mehr, wenn ich die Sachen nochmal wieder neu bauen, beziehungsweise an anderer Stelle baue. Ja, so Wasserüberschuss haben wir nur einen. Wie weit waren wir denn? Wir haben schon das Upgrade. Wir haben es nur noch nicht gekauft, weil es Polymer kostet, richtig? Ja. Okay. Dann würde ich jetzt gerne hingehen und das Upgrade, um Polymerfabriken bauen zu können, vorziehen, das als erstes zu machen. Ja, gut, so, dann müssen wir jetzt hier langsam ran, das war hier auch. Die Gebäude bauen, die wir brauchen, nämlich ein Lebensmittelgeschäft. Wir brauchen einen Diner. Krankenstation, Sicherheitsstation lasse ich erstmal, die brauchen wir nicht unbedingt. Was wir brauchen, ist ein Park. Dann bauen wir hier einen normalen, den können wir später nochmal austauschen und eine Statue. So, dann sollten wir eigentlich erstmal alles haben, um hier zumindest einen Mindestkomfort
in der Kuppel erreichen zu können. Ja. Ein Wohnquartier, ein zweites werden wir dann bauen, wenn wir auch die zweite Ladung Kolonisten für diese Kuppel bekommen. Ja, und sobald wir dann hier die Forschung für die Polymerfabrik fertig haben, werden wir hier auch eine Polymerfabrik bauen. So, ich lasse mal zumindest eine Stufe schneller laufen. Ne, wir sehen, wir laden hier jetzt mit 30 Strom und haben hier eine Kapazität von 2000. Also, dass wir uns auf jeden Fall ausreichend Strom speichern. Für die Nächte oder für Staubstürme, weil in Staubstürmen werde ich die auch deaktivieren. Wobei, so selten wie wir hier Katastrophen haben, wird das wahrscheinlich selten genug der Fall sein. Ja. Hier dürfte die Produktion jetzt deutlich gestiegen sein, genau 4,9 pro Tag. Sector scanned. Anomaly found. Anomalie, sehr schön. Schicken wir unseren Erkunder direkt los. Das soll er direkt machen. So, wir müssen natürlich die Kuppel hier noch mit Strom und allem, was dazugehört, anschließen. Das machen wir mal von hier aus, damit wir eine kurze Leitung haben. Und ja, da müssen wir ja schon irgendwo hier rangehen. Natürlich bedeutet, wir verlängern die Leitung hier nochmal, aber ja, das ist gerade wie es ist. So, hier stellen wir das diesmal direkt so ein, dass wir nur einen pro Schicht haben. Ein Arbeiter. Cable fault reported. Ja, so was wir auf jeden Fall gleich kaufen müssen, sind Polymere. Ja, Polymere eigentlich und vielleicht ein paar elektronische. Wobei wir haben so viele Raketen, die wenn die fliegen können, die können wir dann immer noch kaufen, wenn wir sie brauchen, ja. Was kostete nochmal? 5 Maschinenteile, 5 Metalle. Also das Einzige, was knapp bei uns wäre, wäre die Maschinenteile. Dann gucken wir mal. Ach, Quatsch. Ich möchte keine Rakete kaufen, ich möchte eine Rakete losschicken. Was eine Polymerfabrik kostet, 300 Millionen, na, das ist ja Quatsch. Die Maschinenteile kosten 5 Stück 90, ja, das wäre ja Blödsinn, eine fertige Fabrik zu kaufen, wenn wir die Schule, wenn wir die Forschung dafür gleich haben. Kaufen wir mal ruhig 20, einfach damit wir da auf der sicheren Seite sind, dann noch ein bisschen Nahrung dazu. Das ist immer recht oder verhältnismäßig günstig. Nicht, dass wir da einfach ja, in Probleme geraten. Ja, eigentlich wäre das für den Moment schon alles. Ein zweiter Drohnenabwehr, Quatsch, der braucht nur Wartung. Noch ein Feuchtigkeitsvaporator. Nee, wir lassen die erstmal so starten. Die können wir dann immer noch kaufen, wenn wir sie wirklich brauchen. Ja, angeschlossen ist der jetzt. Wenn die Rakete gleich da ist, werden wir hier an allen das Upgrade machen, dass wir genug Wasser haben. Können wir für das Moxie, ja, haben wir auch schon Upgrade. Auch 5 Polymer, da hätte ich vielleicht sogar gleich mehr kaufen sollen. Jetzt ist es zu spät. Sector scanned. Anomaly found. Noch eine Anomalie, sehr schön. Haben wir denn die andere schon erforscht? Nee, sind wir noch bei. Aber gleich. Dann nehmen wir das mal kurz mit. Breakthrough discovered. Ein Durchbruch. Gucken wir mal gleich direkt, was das für ein Durchbruch ist. Berufsorientierte Gesellschaft. Die Kolonisten erhalten einen Bonus von 10 auf ihre Arbeitsleistung, wenn alle ihre Werte im grünen Bereich liegen. Okay.
Das klingt nicht, wobei ich in meinen Kuppeln nicht alles im grünen Bereich habe, von daher bringt uns das im Moment nicht so viel. Leichter, warum kann dann hier so viele Luxus, Gaming, Trinken, Entspannung spielen? Funding received. Okay. Tja, trinken gibt's auch nicht. So, die zweite Rakete ist auch zurück. Ja, eigentlich die Kuppel hier, den können wir kurz vorher anstellen. Die Frage ist, ob ich die Gebäude einfach, ja, die stelle ich einfach so lange auch noch Anomaly aus. analyzed. Neue Technologien können wir vorstellen. There's more to the Wasserhalle. barren environs of the Ökologie, red sehr planet schön. than meets the eye. Düsenantrieb, was war das nochmal? Ökologie ist klar. Ah, Shuttle Hub, okay. Wobei. Shuttle Hub habe ich gelesen, soll gar nicht so gut sein, wie ich immer mal gedacht habe. Der erfüllt sich, sieht man schon, dass so langsam, ja, sich der, man kann das ja eben für die, die das nicht wissen, diese Ebene hier erhöht sich immer weiter, je weiter das geladen ist. Sector Somit kann man scanned. das auch visuell sehr gut erkennen. 13.000 Wasser, okay. Schöner Sektor. Wie sieht hier der Boden aus? Oh, schon deutlich besser, okay. Da ist 8, wenn der durch ist 90, wenn der durch ist 100, dann könnte ich ja theoretisch. Theoretisch auch Weizen anbauen. Das war ja minimal effektiver als die Sojabohnen. Kann ich da schon mal einstellen. Okay. Eine Farm müsste ich hier natürlich auch haben, ja. So, ich lasse das Spiel mal ein bisschen schneller wieder laufen, damit gleich unsere Rakete ankommt. 20 Polymer war zu wenig, ich hätte gleich mehr kaufen sollen. So, da ist sie. Lassen wir mal direkt landen. Was ist hier dann noch? Treibstoff. Alles auch dran, ist alles voll. Erstmal werde ich jetzt in diesem hier verbieten, dass wir da Treibstoff einlagern. Dann werde ich das Treibstofflager auch umlagern. Ich nach hier. Und dann bauen wir noch ein zweites hier. Das werden wir zerlegen. Damit, wenn da mal ein Meteorit reinkracht, der uns nicht hier alles kaputt macht. So, wir haben 24 Polymere. Da machen wir erstmal in allen Feuchtigkeitsreparatoren das Upgrade. Dann müssen wir gucken, wie viel wir gleich noch haben, wenn die alle abgeschlossen sind. Auf jeden Fall werden wir gleich deutlich mehr Wasser haben. Da müssen wir natürlich noch beim Sauerstoff Sector was machen. Wie scanned. viel produzieren wir hier? 0,3 pro Tag. Okay. Lade den mal gerade wieder auf. Sojabohnen und Sojabohnen, aber auch der wird erst noch deaktiviert. Wobei ich ja jetzt
eigentlich, ja, wir können die nächste Passagierrakete starten lassen. Wir brauchen Ingenieure für die Polymerfabrik, Botaniker und Rest ist egal. Also, Ingenieur, 2, 3, 4, Botaniker, dann haben wir noch einen fünften Ingenieur. Boah, nur ein Botaniker, okay. Biologen, nein. Dann können wir noch ein paar ohne Spezialisierung nehmen. Brauchen wir dort Medizin, doch Mediziner nehmen wir auch mal. Wir werden noch eine Krankenstation bauen. Nur zwei Mediziner, so, und dann noch eben einen ohne Spezialisierung. Am besten Jugendlichen noch dazu. Wenn wir denn welche haben. Ist doch nicht da. So. 12 von 12. Trotzdem starten. So, und da können wir gleich anschalten, kurz bevor die Rakete da ist. Sind die Upgrades schon gekauft? Nein. Moxie ist hier. Mal eben die ganzen Feuchtigkeitsvaporatoren durchgehen. Da fehlt noch einer. Und ich habe noch 12, das heißt 11 minus 5 sind 6. Dann können wir den Moxie auch schon mal upgraden. Und sobald die gleich betankt ist und die Exportgüter, die wir haben, aufgeladen sind, kann es dann losgehen. Allerdings stelle ich die mal auf die niedrige Priorität. Das ist nicht so wichtig, dass das schnell passiert. So, hier sieht es alles zufriedenstellend aus. Das sind nur zwei Leute am Tag, die hier reingehen. Also das Ding lohnt sich tatsächlich eigentlich nicht. Dass wir hier eigentlich noch ein weiteres Wohnquartier bauen könnten, damit wir noch mehr Leute für die unterirdische Metalle bekommen. So, wir können eine Polymerfabrik bauen. Jetzt muss ich dafür aber erstmal eben wissen, Wartung, zwei Maschinenteile, das ist okay. Ein Wasser, zwei Strom, ein Treibstoff. Treibstoff haben wir ausreichend. Ja, dann würde ich doch mal sagen, bauen wir eine Polymerfabrik, und zwar hier. Ja. Da Stromkabel daran. Außerdem habe ich noch was vergessen, und zwar einen Nahrungsspeicher direkt am Eingang zur Kuppel. Hier vorschauen wir jetzt gerade die allgemeine Ausbildung. Ach so, dass wir Leute ohne Spezialisierung nicht so viel Einbuße haben. Was möchte ich noch möglichst bald haben? Mars-Universität. Ja, das ist auf jeden Fall was, womit ich nicht so lange warten möchte wie beim letzten Mal. Guck nur gerade, ob ich nicht noch irgendwas habe. Was ich vorher haben möchte. Das mit den Rovern ist natürlich auch nicht schlecht. Schwierig, schwierig, schwierig. Ökologie ist zu teuer. Dafür muss ich eigentlich erst mehr forschen. Nehmen wir das mit rein, die Biotechnik. Und danach würde ich dann ganz gerne, wenn nichts anderes Neues, Gutes dazukommt,
die Mars-Universität machen. So betankt ist sie. Aber wir haben noch 7 Edelmetalle, die zugestellt werden können, wenn wir den hier hinstellen. So, dann kann er die nämlich hier abholen mit den Drohnen und hier zustellen. Wir müssen auch mehr Drohnen haben. Die sind, glaube ich, recht teuer, ne, wenn man die kauft. Mit unseren 14 hier kriegen wir hier einfach zu wenig erledigt. Sektor scan. Schöpfen vorkommen. Okay, dann Research complete. Reißen wir das ab. So. Außerdem wir hier dann Teile vom Kabel zerlegen. So, Forschung abgeschlossen, allgemeine Ausbildung. Dann reihe ich jetzt mal die Mars-Universität mit ein, wie ich gerade sagte. Und wir können unsere Passagierrakete landen. Dafür stelle ich aber hier erstmal alles ein, damit das, was gewartet werden muss, gewartet werden kann. Ja, das sieht eigentlich alles in Ordnung aus, sagen wir es mal so, außer Strom, aber auch der passt eigentlich, dass wir unsere Kette hier landen lassen können. 13, ja, so viel mehr, aber wir haben immer noch 6. Ja, wir starten trotzdem. Ach so. Ist noch nicht mal alles komplett noch nicht mal alles abgeladen, okay? New colonists have arrived. So, ankommende Kolonisten. Wo sind sie? Hier, oder? Ja. So, wie viele Arbeiter haben wir in den einzelnen Dingern? Dort sind 4. Ja, hier sind in der Fabrik sind auch schon ein paar. Sehr gut. Da geht also unsere Polymerproduktion jetzt schon mal los. Sector scanned. Anomaly found. Okay. Gleich geht's los. Wir dann. Ach, wir haben noch genug Lagerplatz für Polymer. Stromüberschuss ist gut. Wir haben auch volle Speicher. Das heißt, auch wenn unsere 6 Dinger hier, eigentlich hätten 4 gereicht. Na gut, haben wir 6. Ne Quatsch, 6 Stück. Passt genau, dass wir rund um die Uhr 20 Strom erzeugen. Ist eigentlich gut. Warum laden die denn das Polymer nicht ab? Das ist immer noch eine hohe Drohnenlast. Breakthrough discovered. Sector scanned. Priorität. Oh, neurale Empathie. Das war, glaube ich, dass man Empathie bei dem. So, jetzt ist das Ding auch abgeladen. Kann man die Priorität auf normal stellen. Cable fault auf runterstellen für beide. Neurale Empathie. Ja genau, schaltet eine seltene Eigenschaft Empath frei. Empathen erhöhen die Moral aller Kolonisten in der Kuppel. Der Effekt skaliert mit anderen Empathen. Asianisches Wissenschaftsinstitut. Na. Wusste ich doch, dass wir das, dass wir was Gutes kriegen. Sehr schön, was haben wir hier? Ah, okay, das hatten wir schon.
Ja, das werde ich dann direkt nach der marsianischen Bildung machen. Ja. So, wie viele... Wir haben ja gar keine Arbeitslosen, okay. Dann werde ich jetzt hier... Ne, werde ich noch nicht. Ich werde jetzt noch keinen Metallextraktor bauen. Einfach, weil wir ihn noch nicht brauchen. Wir haben so viele Metalle, wir sammeln noch überall auf der Karte welche ein. Da sind überall noch... Liegen überall noch welche rum. Das ist übrigens das Schöne an dem Mod mit dem Transporter. Der nimmt mir diese Arbeit ab, dass ich alles einzeln selber einsammeln muss. Das können wir auch mal austesten, dass wir zumindest in der... Wir haben ja außen keine... Sector scanned. Anomaly found. Was ich gelesen habe, war, dass man ruhig die Gebäude innerhalb der Kuppel, solange es keine Nachtschicht ist, auf extra... Ja, wir lassen es einfach, wir kommen ja gut klar. Aber dass man... Also ich habe halt gelesen, dass man die ruhig außer in der Nachtschicht in der höheren Auslastung laufen lassen kann und dass der Nachteil nicht so dramatisch ist, dass sich das negativ auswirkt. Aber, oder zumindest nicht sehr stark negativ auswirkt. Aber da wir ja gut klarkommen, brauchen wir das eigentlich nicht. Warum haben wir jetzt eine Wasserknappheit? Aber wieder ein Wasserüberschuss. Erzeugung. Weiß ich nicht, warum das gerade so war. Wasserbedarf 8, wir haben hier 2. Das war ja auch logisch. 4, da müsste ich eigentlich noch mehr. Vielleicht hier mal einen Wasserextraktor bauen, aber Qualität sehr niedrig. Das ist natürlich auch nicht das, wo man dann sagt, da bekommt man so viel raus, ne? Ja, hier. Standardproduktion 5. Und braucht man aber braucht auch wieder Maschinenteile. Sector scanned. Nee, solange wir klarkommen, lassen wir das mal so. Ja, ich stehe gerade vor der Frage, schicke ich unsere eine Rakete los oder schicke ich sie nicht los und warte, bis sie voll ist, weil die füllt sich schon recht flott. Hatte ich nicht dem Kunde irgendwo einen Auftrag gegeben, was zu erforschen? Ja, hat er auch gemacht. Ah ja, stimmt, wir haben ja hier auch, ja, ich bin... Etwas verwirrt gerade die neurale Empathie freigeschaltet im Durchbruch. Stimmt. Freie Arbeitsplätze 4, ja, kommt dann starten. Wir lassen diese hier, glaube ich, erstmal. Ne, wir lassen diese starten. So. Dann könnten wir nämlich schon mal noch ein paar weitere Bewohner gleich hierher schicken, dass wir hier noch eine zweite Schicht eintragen können und wir hier auch die Arbeitsplätze füllen können. Ja, machen wir das. Und was natürlich bedeutet, wir müssen hier noch ein Wohnquartier bauen. Machen wir mal hier. Eigentlich ein Edelmetalllager? Nein, haben wir nicht, oder? Will ich das auch mal gerne bauen? Ja. Dass wir in Momenten, wo keine der Raketen da ist, trotzdem Sector scanned. Anomaly found. Hier weiter abbauen können. Und nicht, dass wir uns unser Lager hier mit 30 Edelmetallen füllen würden. Breakthrough discovered. War's das.
Schicken wir erstmal unseren. Ja, könnte er vielleicht Research ein bisschen Glück complete. Noch schaffen. Milestone Und dann achieved. Gucken wir, was wir für einen Durchbruch haben. Den kenne ich noch nicht. Verdoppelt den Leistungsbonus, wenn Kolonisten unter hoher Arbeitsbelastung stehen. Okay. Klingt gut. Eine bahnbrechende Technologie erforscht. Das wäre. Achso, wir haben unseren ersten Durchbruch erforscht. Aufladestation warten sofort alle Drohnen, die nicht weiter als 3 Felder entfernt sind. Ja, das erinnert mich an was. Nämlich an Aufladestationen. Wir haben hier 2. Vielleicht macht das Sinn. Hier oben noch eine zu platzieren. Dann würde ich. Ach, wieder die Shift-Taste vergessen. Da würde ich ganz gerne hier oben eine platzieren. Die brauchen nämlich nur ein klein wenig Strom. Ja, mach, lassen wir es erstmal so. Vielleicht noch eine hier hinten. Ja, machen wir da auch noch eine. Wir haben eben den Vorteil, dass die vorbeifahrende Drohnen direkt aufladen. Und so unsere Drohnen quasi fast nie mehr Strom brauchen. Also dass die weniger Downtime haben. Sector scanned. Anomaly found. Funding received. Wo ist. Da ist er. Oh, ob der es noch zurückschafft? Ich glaube nicht. Da bitte. 1500 Forschungspunkte. Das heißt, wir haben wieder was erforscht. Wobei ich jetzt nicht weiß, was es war. Muss ich gleich mal gucken. Ja, wahrscheinlich irgendwas in dieser Reihe. Ach, hier, die Apartments waren es bestimmt. Widerstandsfähige Gebäude außerhalb der Kuppel müssen nicht mehr so häufig gewartet werden. Ja, auch das ist gut. Das Wissenschaftsinstitut, das kostet 7000. Da brauche ich erstmal nichts weiteres hinzufügen, weil bis wir das haben. Okay. So ist das Ding voll? Nein. Polymere, das sieht ja gut aus. Das wären jetzt von alleine mehr. Das heißt, das haben wir doch genug gekauft. Also war das richtig, dass wir nicht mehr gekauft haben. Elektronische Geräte, Maschinenteile müssen wir mal im Auge behalten. Aber wir können jetzt eine Passagierrakete losschicken. Wir brauchen, jetzt müssen wir mal überlegen, Ingenieure, Botaniker. Ja, dann haben wir wahrscheinlich nichts von dabei. Doch, Ingenieur. Aber nur einen. Tanika gar keinen. Dann nehmen wir Leute ohne Spezialisierung mit. So. Und los. Ah, ich wollte hier ja noch. Habe ich ganz vergessen. Eine Krankenstation bauen. Sector scanned. Wie weit sind wir dann eigentlich mit dem Scannen? Oh, ja. Die Hälfte haben wir schon, denke ich. Über die Hälfte. Oder? Ja, ganz knapp drüber. Reicht einer pro Schicht. Hat der es geschafft? Ne, hat er nicht. Dann müssen wir unseren Rover. Ne, wir können auch den Transporter aufladen schicken.
kann nämlich unser Rover weiter die Drohnen steuern. Allerdings schicke ich den mal hierher, dann ist er ein bisschen zentraler. Sector scanned. Anomaly found. Vehicle battery low. Ja, mal hier gleich zwei Sachen, die wir erforschen können. Hunderttausender Wasser, sehr schön. Können wir zwar noch nicht anzapfen, aber das hilft schon mal. Also, oder sagen wir es mal so, ist gut zu wissen, dass wir das als Reserve haben. Kann ich jetzt auch Weizen reinmachen. Dass der schon Metall eingesammelt hat, ne? Das ist auch Wahnsinn. Die Drohnenauslastung ist gering. Mal abwarten, wie das wieder wird, wenn die nächste Rakete landet. Eigentlich können wir diese starten lassen. Dann kann nämlich gleich die nächste da landen, an gleicher Stelle. Und los geht's. So, Erkunde. Sector scanned. Auf geht's. Jo. Dann würde ich sagen. New colonists have arrived. Machen wir hier eine zweite Schicht auf. Und dann haben wir hier noch zwei freie Arbeitsplätze. Was sich für mich sehr gut anhört. Hier aus. Drei geborene Kinder. Naja gut, das ist nicht viel, aber besser als nichts. Jo, darauf bin ich gleich mal gespannt. Phoenix-Projekt. Das ist was sich sehr gut anhört, wie ich finde. Den nehmen wir auch dazu. Und genau genommen möchte ich den sogar noch vor den Wissenschaftsinstituten machen. Weil das sind nur 2000, das geht wesentlich schneller. Haben wir nämlich hier auch, dass uns da 4 Leute pro Schicht reichen. Dann können wir schon hier vielleicht auch eine weitere Fabrik noch bauen. Vermutlich Maschinenteile. We discovered unusual crystals in the remains of a meteorite. Du erhältst 400 Millionen. The magnified images of their crystalline mate. Sagen wir natürlich nicht nein. Dann kannst du hier noch die Forschungspunkte, gibt's da ja, glaube ich. Und dann hoffen, dass wir hier noch die ein oder andere haben. Aber hier wird sicherlich auch noch viel zu forschen sein. Sektor scanned. Güter. 2, okay. Achso, haben wir hier schon. Ah, ne, haben wir noch nicht. Gibt es hier schon irgendwelche Upgrades, die wir. Ne, auch nicht, okay. Anomaly analyzed. Ja gut, dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle mal wieder einen Cut. Ich sage danke, dass ihr reingeschaut habt. Ja, hoffe es hat euch gefallen. Falls ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und ja, dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge. Danke und bye bye.